kleiner Besuch bei Bildthema. Holger ist jetzt stolzer Besitzer eines Gaskochers aus dem Koffer. Das ist der Atlantik. Das, was aussieht wie ein Fluss, ist der Gezeitenstrom. Unglaublich stark fließt es hier durch. Wir sind hier in Miss Weyer. Toller Rastplatz. Ah, hier ist auch ein Mülleimer, das ist ja sehr praktisch. Und hier ist der Briefkasten, da kann man dann ein bisschen Obolus reinwerfen. Für den Kulturverein, sie stellen Holz zur Verfügung, Tischelblumen und ein Windsgüt. Ja, nicht nur Feuerholz, sondern hier, das sind Anzündebeutel. Was für ein cooler Rastplatz wieder. Wir stehen da hinten im Camper. Überall kleine Männchen direkt am Fluss, mitten in den Bergen. Genau am Grenzposten Schweden-Norwegen. Was für ein fantastischer Platz hier. Ich finde das so herrlich. Obwohl ein kühler Wind geht, wir haben 14 Grad. Aber die Sonne scheint wieder, nachdem es jetzt ein paar Tage nicht so toll war. Und es gibt halt diese Plätze hier, sobald man nicht mehr an der Küste ist, zuhauf. Herrlich. Ah, cool. Sehr entspannt. 7 Sterne. Wir sind ausgestiegen irgendwo an der Straße ins Fjell gegangen. Und es ist wunderschön. Es gibt zwar keinen Weg, aber man muss es einfach machen. Wir machen gerade eine kleine Wanderung und echt interessant, am Wegesrand gibt es immer wieder diese Kiefern mit der abgerissenen Rinde. Da muss sich doch irgendjemand dran scheren. Ich gehe mal hin und gucke, wer da sich dran schert. Ja, da unten liegt auch das Abgeschabte hier. Da kratzt jemand dran. Aber wer? Ist auch relativ frisch. Riecht total nach Kiefernharz hier überall. Zumindest Kratzspuren von einem Bär. Frisst da ein großer Elch was runter?
krass, ne? Okay, gerade finde ich diese Kratzspuren und jetzt finde ich das hier. Stinkt nach Verwesung. Igitt, ein totes Tier. Das ist was Altes. Wo ist der Holger? Das hier stinkt nach altem Tier, nach Verwesung. Ich wollte das ihm zeigen, dem Holger. Da hat er immer seine eigenen Theorien. Warum liegt das Tier unten am Wasser und nicht irgendwo da oben im Busch? Ist es ertrunken? Die Aussicht ist bezaubernd. Aber hier sind schon wieder so viele Bäume. Ich hab die angekratzt sind. Ich versuche mal den Holger einzuholen. Der ist ein ganzes Stück voraus. Also das sind echt viele Bäume, die so angeschabt sind. Das kann eigentlich nicht ein Bär sein. Der wird doch nicht so viele Bäume markieren. Da ist er ja. Bin ich froh, dich zu sehen. Okay. Hier ist noch mal jemand gestorben. Oder ein Teil hingetragen worden. Eine Wirbelsäule. Da drüben sind wieder diese Spuren am Baum. So cool hier. Muss man rudern, wenn man da weitergehen will auf dem Kunstleben. Ja, ist dieser Punkt, da muss man da irgendwo dahin paddeln, da rüber zu dem Boot. Aha. Okay. Wir suchen jetzt erstmal Unterschlupf hier vom Wegen. Blitz und Donner. Ist das geil. Aber wir haben eine Schutzhütte. Cool. Es wollte dann irgendwie nicht mehr so recht aufhören mit Regnen. Den Weg zurück ging es an der Straße lang. Und der ist eher nicht zu empfehlen gewesen. Und dann haben wir an dem Tag auch nichts mehr gemacht. Der nächste Tag aber sind wir auf den Gipfel gegangen, Pilje Kaiser, bei zweifelhaftem Wetter, aber wir haben unser Glück versucht. Na du, ich mach nichts. Jetzt haut er ab. Tschüss.